Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist gut und wichtig, dass Deutschlands Ausgaben für die humanitäre Hilfe in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Und das ist von extrem großem Wert in Zeiten, in denen die Zahl von Menschen in Not dramatisch wächst. Von noch größerem Wert ist es, dass die Arbeit der vielen humanitären Helferinnen und Helfern vor Ort stattfindet. Und deswegen gebührt all denen unser aller großer Dank für ihre aufopferungsvolle und zum Teil auch gefährliche Arbeit. Sei es im Jemen, im Südsudan, in Bangladesch, in Mosambik ganz aktuell, überall da, wo Kinder, Frauen, Männer durch Naturkatastrophen, durch Klimakatastrophen, vor allem aber durch schlimmste Konflikte und Kriege in existenzielle Not geraten. Mit mehr Geld alleine ist es aber nicht getan. Mehr Geld bedeutet auch mehr Verantwortung, mehr Geld bedeutet mehr Transparenz, mehr Geld benötigt oder erfordert mehr Transparenz, mehr Geld benötigt auch andere Strukturen. Sprich, es braucht eine andere strategische Aufstellung und Klarheit über die Ziele, die man erreichen will. Wir hatten vor kurzem im in unserem Ausschuss eine Anhörung zur humanitären Hilfe, es wurde schon erwähnt. Und die Stellungnahmen und Forderungen der Expertinnen und Experten waren sehr eindeutig. Zum einen wurde unisono die finanzielle Anstrengung Deutschlands gelobt. Und gleichzeitig wurden aber auch die Mängel und die Herausforderungen benannt, vor denen wir stehen. Und als ein großer Mangel wurde immer wieder thematisiert, der Mangel an Transparenz. Eine Expertin sagte, wer, warum, für welches Land, wie viel Geld ausgibt, ist nicht nachvollziehbar. Und ich finde, so etwas können wir uns nicht leisten. Da braucht es ganz klar andere Strukturen, mehr Transparenz. Und es reicht auch nicht, alle vier Jahre hier im Parlament einen Bericht abzugeben. Da brauchen wir deutlich mehr an Anstrengung. Zweiter Kritikpunkt war, dass die strategische Kompetenz nicht im gleichen Maße gewachsen ist wie die finanziellen Mittel. Zitat: Will Deutschland strategisch dauerhaft eine größere Rolle spielen, besteht personell sowohl im Amt als auch in den Botschaften vor Ort akuter Handlungsbedarf, so der Direktor des Center for Humanitarian Action. Und er verwies darauf, dass das Auswärtige Amt in Berlin weniger Fachkräfte für humanitäre Hilfe vorhält als andere Top-Geberländer allein in ihren Botschaften vor Ort. Auch da brauchen wir mehr Anstrengung. Und als weiterer Punkt und weitere Aufgabe wurde die bessere Planbarkeit und die größere Flexibilität der humanitären Hilfe eingefordert. Und dafür braucht es verstärkte mehrjährige Förderungen von Programmen, mehr Mittel, die zweckungebunden vergeben werden, weil man nur mit diesen zweckungebundenen Mitteln tatsächlich schnell helfen kann, wo dringend Hilfe auch nötig ist. Und deswegen unsere Forderung, geben Sie denen, die sich vor Ort auskennen, endlich mehr Beinfreiheit. In Ihrer neuen Strategie betonen Sie auch die vergessenen Krisen. Allein man merkt, sieht keine Kriterien, wonach sich das bemessen soll. Und leider müssen wir feststellen, dass Deutschland im Jahr 2017 für die drei weltweit am schlechtesten finanzierten Krisenländer Senegal, Kuba und Djibouti laut ihrem Bericht 0 € an humanitärer Hilfe bereitgestellt hat. Zur Glaubwürdigkeit der humanitären Hilfe gehört auch die Kohärenz, auch das von den Experten angesprochen. Und zur Glaubwürdigkeit gehört es auch, dass wir nicht noch durch Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete die Krisen noch verschärfen. Wir müssen Konfliktlösungen exportieren und keine Krisenverschärfung. Bei der Eröffnung des Center for Humanitarian Action lautete das Motto humanitäre Hilfe in der Krise, Deutschland nur ein kleiner Riese. Mein letzter Satz. Zum Schluss. Liebe Bundesregierung, nehmen Sie das als Ansporn. Zeigen Sie, dass Sie bei der humanitären Hilfe zu den Großen gehören. Dankeschön.